Reden über ist eine Podcast-Reihe des Büros der Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrationsbeauftragten der Stadt Zwickau. Frauen im Krieg und auf der Flucht. Unser Thema heute im Podcast. Es ist kein einfaches Thema. Aber es ist eins, worüber wir sprechen wollen, sprechen müssen, weil es wichtig ist, dass Frauen dazu gehört werden. Etwa die Hälfte der Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, sind Frauen und Mädchen. Nicht immer finden sie nach ihrer Flucht im Zukunftsland die erhoffte Sicherheit. Während in Afrika und im Nahen Osten rund 50% der Flüchtenden weiblich sind, ist der Anteil von ihnen, die in Europa ankamen, nur etwa 39%. Warum ist das so? Frauen fehlen oft die finanziellen Mittel, weite Fluchtwege zu begehen. Und weite Fluchtwege bergen besonders für Frauen allein auf der Flucht große Gefahren. Deshalb fliehen Frauen meist nur innerhalb der jeweiligen Landesgrenzen. Erst seit dem Krieg in der Ukraine veränderte sich dieses Fluchtverhalten. Denn aus der Ukraine sind es besonders Frauen und Kinder, die aufgrund des Krieges fliehen. Frauen fliehen aus verschiedenen Gründen. Vor politischer Verfolgung, vor Kriegen, vor Natur- und Umweltkatastrophen, vor Armut und vor verschiedenen Formen von Gewalt. Vor sexualisierter Gewalt, vor Ehrenmorden, vor Zwangsverheiratungen, vor Witwenverbrennungen oder vor Vergewaltigung. Frauen fliehen aber auch mit ihren Männern und mit ihren Kindern. Frauen fliehen seltener allein. Aber eine Flucht ist für Frauen nicht das Ende von Gewalt. Auch auf der Flucht erleben Frauen die Gewalt, vor der sie zumeist geflohen sind. Gleiches kann im Aufnahmeland der Fall sein. Gewalt an und gegen Frauen, besonders in Fluchtunterkünften, ist ein großes Thema. Wie geht es also Frauen und Mädchen, die fliehen, die ihr Land, vielleicht auch ihre Familie, ihre Freunde wegen eines Krieges verlassen, die wegen Not oder Gewalt fliehen? Was fühlen sie, wenn sie fliehen? Und wie fühlen sie sich, wenn sie im Aufnahmeland angekommen sind? Sind sie im Aufnahmeland als Frauen tatsächlich sicher? Fühlen sie sich selbst sicher? Und wie sehen sie ihre Rolle nach der Flucht? Und wie gehen sie mit dem Verlust, vielleicht der Heimat, der Familie, der Freunde um? Zwei Frauen aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Kulturen, die sich auf die Flucht begeben haben, erzählen ihre Geschichte. Und sie beschreiben ihre Situation auf der Flucht, vor der Flucht und heute. Julia aus der Ukraine und Rajana aus Afghanistan. Hören Sie Ihre Geschichten. Ich lade Sie herzlich ein. Ich lade euch herzlich ein, Ihnen zuzuhören. Ich bin Ulrike Lehmann, die Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte der Stadt Zwickau. Herzlich willkommen zum Podcast Die Hälfte von uns – Frauen reden über. Mein Name ist Isabel Kühnreich. Ich bin Mitarbeiterin im Büro der Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrations- und Frauenbeauftragten der Stadt Zwickau. Und heute wird es also um ein Thema gehen, was wirklich alles andere als leicht zu besprechen ist. Wir werden uns heute dem Thema Frauen im Krieg und Frauen auf der Flucht widmen. Und deswegen soll erstmal eine Triggerwarnung folgen. Menschen, die nicht dabei zuhören wollen,
wie über explizite Gewalt an Menschen gesprochen wird, denen ist abzuraten, diesen Podcast weiter zu verfolgen. Frauen im Krieg, Frauen auf der Flucht, das ist immer so ein bisschen mit dem Stereotyp von Frauen als passive Opfer verbunden. Frauen sind aber selten nur passiv, sie sind oft sehr aktiv in militärischen Konflikten. Sie sind als Soldatinnen und Kämpferinnen im Einsatz, als Versorgerinnen und Helferinnen, als Arbeiterinnen, Aktivistinnen und in jedem Fall als Überlebenskünstlerinnen. Heute haben wir hier zwei Frauen eingeladen, die, so schlimm es ist, selber in Kriegsgeschehen geraten sind. Wir haben heute Rayana, sie ist aus Afghanistan. Rayana ist 32 Jahre alt, verheiratet und sie hat ein Kind. Geboren wurde sie in Mazar-e-Sharif, was also ganz im Norden des Landes ist. Und zum anderen haben wir Julia hier. Julia ist aus der Ukraine, aus Donetsk, wo also seit 2014 Krieg herrscht und wo spätestens seit dem 24.02.22 mit dem Angriffskrieg des Russlands auf die Ukraine Krieg herrscht. Julia ist 39 Jahre alt, sie ist auch verheiratet und sie hat zwei Kinder. Das sind also zwei absolut unterschiedliche Frauen und wir wollen die beiden Geschichten auch nicht miteinander vergleichen. Wir wollen hier einen Raum geben, dass beide ausführen können, sagen können, was sie erlebt haben, ohne das eine über das andere zu stellen oder, wie gesagt, miteinander zu vergleichen. Zu Beginn schon, also ich bin unglaublich dankbar, dass ihr beide heute hier seid, dass ihr mit mir sprecht, dass ihr uns alle an euren Erfahrungen und eurem Leben teilhaben lasst, eurem Leben in der Heimat, dass ihr mit uns über eure Flucht sprecht und, wenn wir Zeit haben, vielleicht auch noch ein bisschen über euer Leben in Deutschland. Zu Beginn, denke ich, wäre es ganz schön, wenn ihr euch vielleicht persönlich vorstellt. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was dazu sagen, was ihr in eurer Heimat gemacht habt. Vielleicht könnt ihr auch einen Satz zu eurer Kindheit sagen. Wer seid ihr? Schönen guten Tag. Mein Name ist Rayhan Aliki. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin verheiratet und habe einen Sohn. Seit November 2016 wohne ich in Zwickau. Von Beruf war ich in meinem Heimatland Lehrerin und ich habe auch in der Uni studiert. Hier habe ich noch keine Ausbildung gemacht. Ich habe Deutschkurs besucht. Und auch ich habe B2 abgeschlossen und habe ich auch eine zweiwöchige Ausbildung als Verkäuferin gemacht. Ja, also willkommen Rayana. Schön, dass du da bist. Wir haben zum anderen auch Julia hier. Julia, vielleicht kannst auch du dich unseren Hörerinnen und Hörern etwas genauer vorstellen. Mein Name ist Julia, ich komme aus der Ukraine. Ich war in Donetsk Oblast geboren. In den letzten Jahren habe ich in der Hauptstadt Kiew gewohnt, wohin ich mit meiner Familie nach dem Ersten Krieg 2014 umgezogen bin. Ich bin als Ärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe tätig. Mein Schwerpunkt in der Ukraine war Reproduktionsmedizin. Ich habe Deutsch vor 6 oder 7 Jahren gelernt und jetzt versuche ich etwas auf Deutsch sagen und immer nicht erzählen. Ich glaube schon, dass viele Menschen, die da zuhören werden, ganz verwundert sind, dass du so gut Deutsch sprichst. Kannst du erklären, wieso du die Sprache schon in der Ukraine gelernt hast? Ich habe Deutsch schon ungefähr 1 Jahr gelernt. Bis Niveau B1 habe ich allein gelernt und bis B2, B1, B2, C1, C2 habe ich in der Ukraine. Als ich mein Kind zur Welt gebracht habe, brauche ich etwas für mein Gedächtnis und darüber hinaus hatte ich eine Pari mit einem Mann,
dass ich für 6 Monate in der Lage bin, fremde Sprache zu beherrschen. Und ich habe angefangen, Deutsch zu lernen, und mir hat es gefallen. Und ich habe alles gelernt, aber es war verschiedene intensive Kurse abends. Und für meine Gedächtnis war es auch gut. Ich kann nicht sagen, dass ich gut Deutsch spreche, aber ich versuche zu sprechen, und ich kann besser etwas schreiben, anstatt etwas zu sagen. Mir fällt es sehr schwierig, und ich muss mehr Erfahrungen haben, um meine deutsche Kenntnisse zu verbessern. Also ich persönlich finde, dass man dich sehr gut versteht. Und eine Sache aber jetzt, weil ich es nicht so gut verstanden habe, du hast also auch Deutsch gelernt, weil du eine Wette hattest mit einem Mann? Habe ich das richtig verstanden? Wette, ja, das ist Paris, das ist Wette mit einem Mann. Und sie hat gesagt, dass es sehr schwierig ist, zum Beispiel Deutsch zu lernen. Und ich habe gesagt, für mich ist es einfach. Ich bin sehr motiviert, aber ich sehe keine Schwierigkeiten, zum Beispiel etwas Neues zu lernen. Und ich bin lernfähig. Und es war kein Problem für mich. Und das Deutschlernen hat dir ja vielleicht auch für deine Arbeit geholfen. Denn im Vorfeld hatten wir uns unterhalten und da hast du mir auch gesagt, dass du oft mit Menschen aus Deutschland zu tun hattest. Denn du bist ja eine ganz besondere Gynäkologin. Ja, ich bin als Reproduktologin in der Ukraine tätig und deswegen brauche ich mindestens 2 Fremdsprachen. Obwohl ich deutsche Sprache nicht benutzt habe. Ich muss mit den Leuten auf Englisch sprechen, und wir haben viele Patienten aus Deutschland, aber es war Verbot, mit diesen Leuten auf Deutsch zu sprechen, weil ich kann nicht richtig etwas sagen. Und wir könnten verschiedene Missverständnisse haben. Und ich kann nur einfach sagen, legen Sie bitte auf diesem Bett. Und, aber ich kann verstehen, ja, aber ich kann nicht diese Sprache benutzen, weil ich medizinische Wortschatz nicht gut beherrsche. Jetzt besuche ich den speziellen Kurs für die Ärzte. Und ich lebe weiter. Aber um das eben nochmal zu sagen, du hast sehr vielen auch deutschen, auch chinesischen Paaren geholfen, ein Kind zu bekommen. Mit Reproduktionsmöglichkeiten, die in der Ukraine erlaubt sind, um eben einen Kinderwunsch zu erfüllen. Ja. In Deutschland gibt es verschiedene Verbote, und diese Leute können nicht in Behandlung sein, wenn sie Probleme mit Körper haben, und sie brauchen Leihmutterschaft, aber in Deutschland ist es unmöglich, und deswegen fahren sie zu uns, und wir können vielen Leuten helfen, ein Baby zu bekommen. Hm. Interessant. Ja. Das ist Verbot für muslimische Länder auch. Ja, ich glaube, ja. Genau. Heute soll es wirklich um euch gehen, um eure Erfahrungen. Wir haben im Vorfeld alle beide oder alle drei schon miteinander gesprochen. Und da wurden zum Teil auch Dinge erzählt aus eurer Kindheit. Könnt ihr mir vielleicht so eine ganz kurze Episode aus eurer Kindheit sagen? Was habt ihr am liebsten gespielt oder gemacht? Wie habt ihr eure Freizeit verbracht in der Heimat? Rayana, kannst du uns da vielleicht was sagen? Ja, meine Kindheit in Afghanistan war gut, aber sicher nicht so gut, weil das Land arm ist. In meiner Kindheit habe ich immer mit meiner kleinen Schwester gespielt. Meine Eltern konnten uns in die Schule schicken.
Wir haben immer unsere Eltern geholfen und auch als wir in Iran gelebt haben, dort mussten wir auch zu Hause arbeiten und Geld sammeln. Rayana, du hast gerade gesagt, dass ihr auch im Iran gewohnt habt. Ja. Wie alt warst du da, als ihr in den Iran gegangen seid und warum seid ihr dahin? Ja, vor 20 Jahren, als Taliban Afghanistan angegriffen haben, mussten wir Afghanistan verlassen und wir sind nach Iran geflohen. 4 Jahre haben wir dort gelebt und wir hatten keine Unterstützung von der Regierung bekommen. Dann mussten wir selbst arbeiten. Meine Eltern haben auch gearbeitet und ich und meine Geschwister haben wir auch mit unseren Eltern geholfen und auch zu Hause gearbeitet. Kannst du uns da sagen, was das für Arbeit war, die ihr da als Kinder machen musstet? Ja, wir mussten Schale genähen und auch mussten wir Safran geflogen. Auch habe ich mit meiner großen Schwester Teppich genäht. Also ihr habt Teppiche gemacht, ja. Schals genäht, Safran aufgearbeitet, ja. Und das als Kinder. Hattet ihr da überhaupt Zeit zum Spielen? Wir hatten Zeit, aber nicht so viel. Wenig Zeit hatten wir zu spielen, ja. Und wenn du dich da zurückerinnerst, was war da dein liebstes Spielzeug? Ich habe immer mit meiner Schwester mit Stoffpuppen gespielt. Und damals hatten wir viele Puppen aus Stoff. Meine Mutter ist von Beruf Schneiderin und wir haben manchmal mit meiner Mutter und meiner Schwester schöne Kleidung von unserer Puppen aus Resten Stoff meiner Mutter genäht. Also ich glaube, Puppen, das mögen viele Kinder, ne? Ja. Vielleicht kann auch Julia noch mal kurz sagen, wieso deine Kindheit so war? Hattest du Zeit zum Spielen? Ich war in der Sowjetunion geboren. Das Leben in den 80er und 90er Jahren war schwierig. Es gab Armut, Arbeitslosigkeit. Es war eine hungrige Zeit für viele Familien in der Ukraine. Obwohl meine Mutter gearbeitet hat, hat sie kein Geld bekommen. Ich erinnere mich an die Zeiten, als wir für 1 Kilogramm Buchweizen im Garten von unseren Nachbarn gearbeitet haben. Ich war damals 10 Jahre alt. Ich wollte mit den Kindern spielen, nicht den Garten von meinen Nachbarn essen. Ich habe geweint, aber geholfen. Natürlich gab es angenehme und unvergessliche Momente des Lebens. Meine Freunde Radfahren, Rodeln. Und von Kindheit an hat Origami mich begeistert. Ich habe kleine Papierfiguren gebastelt und Springen war mein liebstes Spiel draußen. Du sagst, ihr musstet im Garten arbeiten. Ja. War das jetzt einfach ein großer Garten oder sogar eine Gärtnerei? Wie kann man sich das vorstellen? Was musstet ihr da tun? Ich kann nicht jetzt sagen, weil ich klein war. Aber ich erinnere mich daran, dass wir von morgens bis abends gearbeitet haben. Also du hast gesagt, ihr musstet jeden... Jeden, ja, wir müssen jeden, es war unsere Arbeit. Und Kraut rausmachen. Ja. Ne? Und auch ernten. Ernten? Das ist, wenn die Früchte an den Bäumen oder auf dem Boden reif sind, die abzunehmen. Nein, wir jeden, ich erinnere mich noch an die Zeit, wenn wir etwas geerntet haben. Also vor allem Unkraut gezupft. Ja, das war Kartoffel vielleicht. Kartoffeln und verschiedene Tomaten und ich kann nicht genau sagen, was es gab, aber ich erinnere mich, dass wir etwas mit dem Boden gemacht haben. Ja. Und jetzt haben wir
eine schwierige Zeit. Ich muss mit meinen Kindern etwas lernen und ich muss ihnen auch helfen. Und mein Sohn ist jetzt 10 Jahre alt und es gibt Probleme mit den Sprachen, mit den deutschen Sprachen. Und ich muss jeden Tag mit meinem Sohn etwas machen, um deutsche Sprache zu lernen. Ja. Wie geht's deinen Kindern gerade? Gut, mein Kind geht jetzt gut und ich habe eine schwierige Situation mit meinem Sohn. Mein Sohn soll in die erste, 5. Klasse gehen. In der Ukraine hatte er gute Noten. Aber jetzt gibt es Probleme mit den Sprachen und ich möchte, dass mein Sohn ins Gymnasium geht. Deswegen mache ich jetzt alles, um diese Dinge zu machen. Das ist absolut nachvollziehbar, denn der Wissensstand, den dein Sohn in der Ukraine hatte und die guten Noten, das ist nichts Selbstverständliches mehr in Deutschland. Und diese Selbstverständlichkeiten, dass die euch genommen wurden, mit dem Eintritt des Krieges oder mit der Entscheidung dafür, aus dem Land zu gehen, das ist wirklich einfach nur was ganz, ganz Schlimmes. Und das ist eben auch ein Thema, was wir heute genauer besprechen wollen. Wie es also Menschen geht, die im Grunde alles verlieren. Ja, wir haben alles verloren, aber wir müssen weitergehen. Wir müssen weiter etwas machen. Ich bin Optimist. Deswegen versuche ich jetzt, wie möglich schnell etwas zu erledigen, um etwas für meine Familie zu machen. Und diese Zeit versuche ich, mein Diplom anerkennen zu lassen. Und ich möchte eine Arbeitsstelle in Deutschland finden und weiterleben. Ich schon zweimal diesen Krieg erlebt habe. 2040 habe ich schon alles verloren, meine Freunde, mein Haus, meine Arbeit, innere Ruhe. In dieser Zeit habe ich in der Hauptstadt von diesem Gebiet gelebt und mein erstes Kind war sehr klein und wir haben es zu meiner Mutter in das von der Ukraine kontrollierte Gebiet gebracht. In diesem Moment war ich auch schwanger und überquerte jedes Wochenende die Grenze zwischen DNR und der Ukraine. DNR, das ist ein besetztes Gebiet von Russland und wird es der Quasi-Staat der DNR genannt. Es fällt mir schwer, mich damit abzufinden, dass mir mein früheres Leben genommen wurde. Aber der Moment ist gekommen, wann ich die Schrecken des Krieges erlebt habe. Als ich nach Hause in Donetsk gefahren bin, bin ich im Bus unter Beschuss geraten. Danach hatte ich nachts Abwehrträume. Ich erinnere mich daran, wie ich vor Angst zitterte. Für mich war es der Punkt ohne Wiederkehr und wir haben uns entschieden, nie wieder zurückzukehren, alles zu verlassen und das Leben neu zu beginnen. Und wir sind in die Hauptstadt Kiew umgezogen und wir haben viel gearbeitet, um eine Wohnung zu kaufen und das war auch schwierige Zeiten, aber jetzt verliere ich schon zweimal alles. Das ist schwierig, das ist sehr schwierig, aber wir leben und es ist
Es ist wichtig für uns, wir leben. Und es gibt viele Leute, die verschiedene Probleme mit Krankheiten haben. Und wir haben einen Arm, wir haben zwei Beine und das ist für mich ist wichtig. Und wir leben. Punkt. Ich glaube, das ist auch wirklich eine ganz großartige Weise, solche Dinge zu sehen. Und gibst hier wirklich auch 100%, um deinen Sohn, deine Tochter und dich hier auch in Deutschland sofort ganz schnell voranzubringen. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz großartig und ganz bewundernswert. Bei Rayana war das relativ ähnlich. Auch sie hat sehr, sehr viel zurückgelassen, sehr viel erlebt, auch schlimme Sachen erlebt. Wenn du dich jetzt zurückerinnerst an die Zeit in Afghanistan, kannst du so ein bisschen was davon sagen, so deine ersten Erfahrungen mit Krieg, wie... Ja, wie ich gesagt habe, als vor 20 Jahren Taliban haben Afghanistan angegriffen. Dann war ich klein, aber ich habe manche Erinnerungen, dann kann ich nicht vergessen. Bei Luftangriff mussten wir ins Haus meiner Tante gehen, weil ihre Wohnung einen Keller hatte. Wenn ein Mensch gegen Taliban war, er oder sie wurde verfolgt und auch getötet. Ich hatte meine Tantes Mann und die anderen Nachbarn. In einem Tag sind Taliban zu ihm gegangen und haben alle Männer von Häusern rausgebracht und haben alle Männer getötet. Und meine Tante hatte 11 Kinder. Sie war wirklich, wirklich traurig. Und die Kinder konnten nicht ohne Vater leben. Und sie mussten auch Afghanistan verlassen. Und sie sind nach Iran gegangen. Oder wenn ich einmal bin ich mit meiner Mutter draußen gegangen, wir wollten irgendwo fahren, unterwegs habe ich gesehen, auf die Bäume viele Engel sind geengt. Und zum Beispiel damals gab viele Menschen, dass sie keine Arbeit hatten oder sie hatten Hunger, sie mussten etwas glauben, essen. Ja. Also etwas zu essen. Ja, stehen. Etwas so, ja. Und deswegen wurde die Ende abgeschnitten und an die Bäume abgeengt. Also das sind für Menschen, die hier in so friedlichen Zeiten leben, absolut unvorstellbare Geschichten. Also Rayana, die ihren Onkel verloren hat, Julia, die unter Beschuss geriet in Donetsk, dann von Donetsk nach Kiew ist, in Kiew wieder unter Bomben leben musste und jetzt nach Deutschland kam. Ich glaube, das macht ganz, ganz viel mit Menschen so. Was würdet ihr sagen, was hat das mit euch persönlich gemacht? Wegen der schlechten Erfahrungen und auch wir waren nicht sicher in Afghanistan. Deswegen mussten wir Afghanistan verlassen und irgendwo reisen und sind wir nach Iran gegangen. Und in Iran hatten wir nicht auch gute Situation. Und ich habe gerade gesagt, wir hatten keine Unterstützung. In Iran, die afghanischen Menschen sind in Iran ganz arm. Viele Menschen in Iran mögen nicht Ausländer, besonders afghanische Leute, sie mögen nicht. Und deswegen hatte ich viele schlechte Erfahrungen in Iran. Und ihr seid ja dann auch wieder zurück nach Afghanistan gegangen? Ja, nach 4 Jahren. Mein Vater hat uns gesagt, es gibt
keine mehr Taliban in Afghanistan, müssen wir Iran verlassen, weil ihr Leben sehr schwierig ist. Wir müssen von der Miete bezahlen, müssen wir von dem Essen Geld bekommen. Aber das ist gut, wir zurück nach Afghanistan gehen, weil dort wir eine ausarbeiten. Dann wir haben gesagt, okay, dann gehen wir zurück. Wir sind zurück nach Afghanistan gegangen. Wann war das? Ich glaube, das war 2000 oder 2001 beim ersten Präsident Hamid Karzai. Ja. Ja. Und dann in Afghanistan seid ihr in euer Haus zurück. Deine Eltern konnten wieder arbeiten und das Leben ging dann da besser weiter? Ja, ja, in Afghanistan hatten wir unsere Ausbildung bekommen und auch meine Eltern haben gearbeitet. Ich habe in Afghanistan nochmal in die Schule gegangen und dann nach der Schule durfte ich auch in die Uni gehen. Ich habe in der Uni dann Literatur gelernt und dann habe ich auch während meines Studiums in einer Privatschule gearbeitet. Was würdest du sagen, so 2001 bis 2021 in der Zeit, war ja vor allem auch das US-Militär in Afghanistan stationiert. Wie ging es denn den Frauen ganz speziell in Afghanistan, deiner Meinung nach? In dieser Zeit war alles besser, wenn Taliban in Afghanistan waren. Viele Sachen haben sich verändert. Die Frauen durfte langsam arbeiten, was sie wollen, oder tragen, was sie möchten. Oder sie durften viele Unternehmen machen. Und ich war immer optimistisch, dass jetzt Afghanistan geht besser. Die Frauen dürfen alle machen, was sie wollen. Aber leider, sie haben geöffnet, die Taliban sind zurück und in dieser Zeit Afghanistan ist nochmals hochgegangen und viele Fragen, aber alle Fragen, sie dürfen nicht etwas mehr machen. Alles müssen Taliban wählen, was sie machen. Also gerade in der Vorbereitung zu dem Gespräch habe ich da auch sehr viel drüber gelesen. Vielleicht können wir dann zu einem späteren Zeitpunkt im Gespräch da auch nochmal was dazu sagen. Auf jeden Fall können wir vielleicht für jetzt nochmal ein bisschen was dazu erzählen, wie du Afghanistan verlassen hast. Denn eins ist trotzdem klar, selbst in der Zeit, als das US-Militär in Afghanistan war, war das Militär und es gab immer wieder Anschläge. Seit 1978 ist in Afghanistan kein Frieden. Ja. Das sind jetzt 44 Jahre, wo Militär, Anschläge, Bomben und Krieg dieses Land kaputt machen und auch du hattest deine persönlichen Gründe, aus Afghanistan wegzugehen. Ja. Und vielleicht kannst du da einfach nochmal ein, zwei Sätze, vielleicht auch 10 dazu sagen, wie du also aus Afghanistan weggegangen bist. Vielleicht auch mit wem. Okay. So. In einem Land, in dem die Frauen kein Recht haben, ihre Menschenrecht zu wählen und zu verteidigen, es ist äußerst schwierig, an einem solchen Ort zu leben. Es gab auch Familienprobleme, die mit unterschiedlichen Religionen zu tun hatten und auch mit der schwierigen wirtschaftlichen Situation zu tun hatten. Deswegen musste ich Afghanistan verlassen. Ich habe mit meinem Mann Afghanistan verlassen, nicht allein. Möglicherweise, gerade in welchen Ländern du dann warst, wie lange du unterwegs warst, können wir dann auch noch was sagen. Aber Julia, als du in Kiew warst, wann war da für dich absolut klar, dass du das Land verlassen musst, dass du da weg musst? Für mich war es klar, dass ich Kiew verlassen musste, als Kiew bombardiert wurde. Und darüber hinaus habe ich gelesen, dass Russland ein Atombomber auf Kiew werfen will.
und ich habe Angst für meine Kinder und ich wollte meine Kinder retten. Deswegen habe ich mich entschieden, irgendwo hinzufahren. Und es war eine sehr schwierige Situation, weil ich meinen Mann verlassen musste. Aber für unsere Kinder sollte ich etwas machen. Und ich bin nach Lwów, Lemberg auf Deutsch, gefahren. Und dort haben wir eine Woche verbracht und Lwów wurde auch bombardiert. Und weiter hatten wir eine Reise nach Uschgorod, von Uschgorod bis München. Und als ich in der Ukraine war, habe ich eine Frau in Deutschland gefunden und sie hat gesagt, dass ihre Wohnung zur Verfügung stellt und ich kann mit meinen Kindern in diese Wohnung leben. Das ist eine gute Frau und ich möchte sie bedanken und sie hat mir ihre Arm gegeben, als ich diese schwierige Situation hatte. Ich war nicht nur mit meinen Kindern, sondern auch mit meiner Schwester. Meine Schwester hat auch einen kleinen Sohn und wir haben zusammen diese Reise gemacht. Und es war schwierige Momente, als wir in Lemberg gefahren sind, mussten meine Kinder nachts am Boden schlafen. Es war schwierig und ich habe keinen Schlaf gehabt. Ich musste mich um meine Kinder kümmern und ich stand neben meinen Kindern und ich konnte nicht irgendwo hingehen. Ich muss immer mit meinem Kind sein und ich habe auf den Moment gewartet, als meine Schwester zu mir gekommen ist. Und als ich in Zwickau angekommen bin, konnte ich nicht auf Deutsch sagen, obwohl ich diese Sprache gelernt habe, aber ich hatte Angst. Ich konnte nicht einfach etwas sagen für mich, und ich war in Stress und diese Dame hat uns unterstützt. Wenn man Rajanas Geschichte von der Flucht betrachtet, dann hat es noch ein bisschen länger gedauert, ein bisschen viel länger. Ja. Rajana, magst du uns so ein bisschen was erzählen, wie deine Stationen waren, bis du hier nach Deutschland gekommen bist? Ja, unsere Reise hat, meine Reise, nicht meine Mann, meine Reise hat 22 Monate gedauert. Weil noch ein Jahr musste mein Mann in Griechenland wohnen und konnte ja nicht zu mir kommen nach Deutschland. 2016, habe ich mit meinem Mann Afghanistan verlassen. Wir sind nach Iran gegangen und dann 3 Tage waren wir in Iran. Wir mussten Iran nochmal verlassen und und in die Türkei gehen. Beim ersten Versuch, leider konnten wir nicht durch die Grenze überschreiten. Dann mussten wir zurückgehen. Nach 3 oder 4 Tagen haben wir nochmal versucht und haben wir es geschafft.
Wir waren in einer Stadt in der Türkei, heißt Çanakkale. Wir haben 4 Monate in Çanakkale gewohnt. Wir haben eine Wohnung gemietet und wir durften keine Schule oder Sprachkurse besuchen, aber arbeiten. Und die Türkei war nicht unser Ziel, wir mussten weitergehen. Nach 4 Monaten sind wir nach Bulgarien gegangen. Aber unterwegs, neben Grenze, wurden wir bei Polizei, Grenzpolizei angegriffen. Ja. Wir hatten viel Angst. Als wir unterwegs waren, wurden wir bei Überwachungskameras beobachtet. Und dann die Grenzpolizei haben uns geguckt und sie sind schnell nach uns gefahren. Sie waren so viel sauer auf uns. Sie wollten uns nochmal nach Türkei schicken. Dann sie haben unsere Männer gesagt, müssen die alle Schuhe ausbringen. Die haben ganz alle Schuhe verbrannt und damit unsere Männer ohne Schuhe weiterlaufen. Ich und andere Frauen und Kinder haben viel geweint, weil die Männer nicht in Sicherheit waren und wir auch. Sie haben uns gesagt, jetzt müssen sie zurück weitergehen. Wir waren viel und sind wir alle zurück nach Türkei gegangen, unterwegs am Abend. Es wurde dunkler. Und wir waren auch viel müde. Wir sind in einem Feld angekommen und dann dort wir eingeschlafen. Wir hatten viel Hunger und Durst und das Wetter war auch sehr kalt. Morgen früh beim Asanruf, alle sind aufgestanden und wir haben bemerkt, dass hier in der Nähe eine Moschee ist. Wir sind weitergelaufen, wir sind an einem Dorf angekommen. Die Gendarmerie wurde angerufen, sie haben uns mit Autos zur Polizeistation gebracht. 3 Tage waren wir in einem geschlossenen Camp, danach durften wir nochmal nach Istanbul reisen. Also du hast erzählt, dass ja gerade in der Türkei, als ihr da wart und versucht habt, nach Bulgarien zu gehen, euch da die Grenzpolizei anhielt und den Männern ihre Schuhe verbrannte. Ja. Sind die Männer dann wirklich die restliche Zeit wieder barfuß gelaufen? Und eine zweite Frage, du hast gesagt, ihr wart mehrere. Ja. Wie viele Leute wart ihr? Wart ihr alle aus Afghanistan? Ja, viele Männer sind ohne Schuhe weitergelaufen und es gab eine syrische Familie, sie hatten extra Schuhe und sie haben meinem Mann eine extra Schuhe gegeben. Mein Mann hat die Schuhe angezogen, und aber viele Männer sind ohne Schuhe weitergelaufen. Ja, und wir waren viel, ungefähr 50 Leute waren wir und 50 Leute, auch mit Kindern, viele Kinder waren mit uns. Und die Grenzpolizei in Bulgarien hat kein Mitleid gehabt, weder mit euch noch mit euren Kindern? Leider nein. Ich glaube, alle kennen Polizeigrenze von Bulgarien, alle kennen, was wie oder wie sie schlimm sind. Ja. Als ihr dann in Istanbul wart, wie ging es dann weiter? Also noch 2 Wochen waren wir in Istanbul, dann mussten wir nochmal versuchen. Nach 2 Wochen sind wir nochmal zur Grenze gegangen und dann konnten wir für das 2. Mal über Grenze gehen. In Bulgarien, 2 Wochen waren wir in Bulgarien in einer
Stadt und mussten wir dort uns verstecken, weil wir keine Dokumente oder Ausweis hatten. Nach zwei Wochen wollten wir nicht in Bulgarien wohnen oder mehr bleiben. Wir mussten nach Serbien weitergehen. Beim ersten Versuch unterwegs sind wir nochmal bei Polizei angegriffen. Sie haben uns, weil Wochenende war und dann mussten wir in einem Gefängnis vor zwei Tagen dort bleiben. Und es war wieder die bulgarische Polizei oder diesmal die serbische? Sie waren bulgarische Polizei. Dann zwei Tage waren wir in einem Gefängnis nach dem Wochenende. Sie haben uns in einem anderen Camp gebracht, wohl auch geschlossener Camp. Mussten wir 17 Tage dort bleiben, in einem Raum, aber ungefähr viele, zum Beispiel ungefähr 5 Familien mit Kindern gewohnt. Wir durften bis 10 Uhr, 22 Uhr wach bleiben. Nach 22 mussten wir alle schlafen. Wir durften kein Essen machen und alle war von Camp haben wir bekommen und das Essen war sehr schlecht. Niemand wollte das essen, ja. Oder die Toiletten. Wie habt ihr euch überhaupt, du sagtest, ihr habt ein bisschen gearbeitet und immer wenn ihr dann durch die Arbeit etwas Geld hattet, konntet ihr weiter? Ja, genau. In der Türkei, ja. Und in Serbien dann? In Serbien durften wir nicht arbeiten. In Serbien, im Camp, durfte ich Serbisch, Englisch und auch Deutsch lernen. Aber durften wir nicht arbeiten. Ich und mein Mann waren 9 Monate in Serbien und dann unser Ziel war Ungarn. Es gab Warteliste, alle Migranten mussten auf Warteliste warten. Es gab viele Camper und jeder durfte nach Ungarn fahren, gehen, aber nicht ohne Erlaubnis. Wir mussten auf Erlaubnis warten und mussten wir ungefähr 2 Jahre auf unserer Liste warten. Aber 9 Monate haben wir dort gewartet. In dieser Zeit bin ich schwanger geworden. Dann mussten wir eine schnelle Lösung finden. Ich konnte nicht mehr dort warten. Ich musste irgendwo andere gehen, ja. Und dann, wir haben uns entschieden, dass wir nach Griechenland gehen. Dann wart ihr in Griechenland. In Griechenland habt ihr in Athen, in Eleonas gelebt. Ja. Und von da aus bist du dann auch, weil du schwanger warst, nach Deutschland gekommen, ja. Aber erstmal alleine. Als wir in Griechenland waren, auch hatten wir viele Schwierigkeiten. Ich war schwanger, ich durfte nicht einfach ins Camp. 3 Tage bin ich mit meinem Mann vor der Tür des Campes geschlafen. Die Chefin von dem Camp hat meine Schwangerschaftsdokumente genommen und sie sagte, ich kontrolliere alles und dann vielleicht darfst du ins Camp kommen. Dann nach 3 Tagen hat alles geklappt und wir durften ins Camp und in einem Konex leben. Nach 4 Monaten musste ich Griechenland allein verlassen, weil wir kein genug Geld hatten und konnten wir nicht zusammen mit meinem Mann nach Deutschland reisen. In Griechenland war ich sehr traurig und habe ich jeden Tag geweint. Ich konnte gar nicht gut schlafen. Ich hatte immer sogar, ich wollte nicht meine Kinder in Griechenland geboren. Aber ich war auch optimistisch und habe ich mir gesagt, nach jeder dunklen Nacht folgt ein Lichttag. Endlich
konnte ich nach Deutschland reisen. 2017, November 2017, bin ich allein in Deutschland angekommen. Wie bist du von Griechenland nach Deutschland gekommen? Ich war ohne meinen Mann, aber zwei Familien, sie waren mit mir. Sie haben mir unterstützt und dann unterwegs nach Griechenland sind wir mit dem Schiff und mit dem Auto gefahren. Wir sind nach Italien gegangen und dann durch viele andere Orte. Und dann endlich sind wir in Deutschland angekommen. Und dein Mann, wann kam der? Nach einem Jahr konnte mein Mann auch zu uns kommen. Und ein Jahr habe ich allein hier in Chemnitz und auch in Zirkau gewohnt. Und wie war das für dich, alleine als Frau hier in der Fremde? Ja, natürlich sehr, sehr schwierig. Erster Monat, als ich hier gekommen bin, war ich hier. War meine Liste schon geschafft. Dann hatte ich immer Sorgen. Und als ich mein Kind geboren habe, ich fühlte mich nicht gut. Ein Kind in die Welt zu bringen, ist sehr schwierig. Eine Mutter kann nicht das allein schaffen, muss auch Vater mit sein. Aber ein Jahr war ich ohne meinen Mann und mein Kind war ohne seinen Vater. Und daran sieht man, dass du das als Mutter auch alleine geschafft hast. Ja, auch wenn aber es nicht trotzdem, so einfach, ja. Das kann ich mir vorstellen und trotzdem ja. Ist es schön, deswegen, das wollte ich noch sagen, auch wenn du das bestimmt sehr gut gemacht hast, auch alleine als Mutter. Es ist schön, dass dein Kind jetzt auch seinen Vater mit da hat. Ja. Es gibt da so ein Sprichwort, das heißt, Männer führen Krieg, Frauen leben mit den Folgen. Julia, kannst du uns vielleicht so ein bisschen aus deiner Perspektive sagen, was du vielleicht meinst, welchen besonderen Gefahren Frauen im Krieg und auch auf der Flucht ausgesetzt sind? Ich bin damit einverstanden, die Männer führen Kriege. Sie sollen sich gegenseitig und Frauen nach dem Tod der Männer setzen fort, weiter mit Folgen zu leben. Sie sind für ihre Familie verantwortlich. Die gesellschaftlichen Rollen verschieben sich. In meiner Muttersprache gibt es ein Sprichwort, leider kann ich nicht richtig auf Deutsch dieses Sprichwort sagen, um etwas Ähnliches zu finden. Es klingt so: Ich bin nicht nur das Pferd, sondern auch das Tier. Ich bin nicht nur die Frau, sondern auch der Mann. Aber das ist eine direkte Übersetzung. Das bedeutet, dass Frau sich allein um alles kümmern muss. Und darüber hinaus sollen wir nicht vergessen, dass Frauen oft gewaltigt und versklavt werden. Und ich habe viermal Nachrichten gelesen, dass es eine Gefahr besteht, in schwierige Situation zu geraten und sich in diesem Leben zu verlieren. Und das ist sehr schwierig für Frauen, allein mit Kindern zu sein. Ich glaube, es ist sehr schwer für die Frauen alleine mit ihren Kindern. Du hast es sehr schön gesagt, es kommt dazu, dass wenn die Männer im Krieg sind und die Frauen alleine mit den Kindern, dass sich die gesellschaftlichen Rollen verschieben können. Die Frau ist auf einmal ganz alleine für die gesamte Unterhaltung aller Familienmitglieder zuständig. Und es ist genauso schwer, als Frau sich auch zu schützen. Wir haben aus den Nachrichten
nachvollziehen können, was für menschenfeindliche und verbrecherische Maßnahmen von Soldaten ergriffen werden, um Menschen zu schädigen. Und da gehört eben dazu, dass natürlich Waffen genommen werden, aber da gibt es auch Gewalt an Frauen, du hast es gesagt, mit Vergewaltigung als systematischen Mittel. Und das ist eine ganz große und besondere Gefahr, die Frauen mehr trifft als Männer, Männer sicherlich auch. Ich habe eine Bekannte und ihre Onkel wurde erschossen, weil er auf Ukrainisch gesprochen hat und für diese Dinge wurde er getötet. Ja, und dieser Mann hat viele Jahre in Russland gearbeitet, aber ukrainische Sprache ist Muttersprache. Und sie hat gesagt, er kann nur auf Ukrainisch sprechen. Und die Soldaten haben ihn erschlossen. Weil er Ukrainisch sprach. Ja. Und darüber hinaus habe ich noch eine Bekannte und sie wurden mit ihrem Sohn auch erschossen und sie wurden im Hof des eigenen Hauses gegraben und es war eine schreckliche Situation. Da ich ja Julia die Frage gestellt hatte nach den Frauen und dem Krieg, möchte ich auch dich nochmal fragen, ob du besondere Gedanken dazu hast, was Frauen für besonderen Gefahren im Krieg ausgesetzt sind. Ein Krieg ist wohl für Frauen und Männer eine Katastrophe. Auf der Flucht leiden Frauen sicher stärker. Zum Beispiel momentan wegen Krieg vieler afghanische oder ukrainische Frauen haben viele Schwierigkeiten. Krieg ist immer schlimm für alle und auch für afghanische Frauen. Es gibt momentan viele afghanische Frauen, dass sie ihre Männer in einem Krieg verloren haben. Sie müssen allein wohnen und gegen vieles kämpfen. Ich kenne viele Afghanische, besonders in meiner Stadt Mazar-e-Sharif. Sie sind allein und in dieser Situation das ist es sehr schwierig, wenn eine Frau draußen arbeitet. Weil wegen Taliban die Frauen nicht dürfen überall arbeiten. Aber sie müssen auch Geld haben und für die Miete oder für den Lebenslauf. Ist es so, dass 2021 das US-Militär und alle westlichen Streitkräfte aus Afghanistan abgezogen sind? Und damit hat sich sehr viel in Afghanistan wieder verändert. Die Frauen in Afghanistan haben dadurch sehr große Veränderungen erfahren. Rayana, du hast ja auch ein bisschen Kontakt zu deinen Verwandten, zu deinen Freunden nach Hause. Kannst du uns so ein paar Sachen drüber sagen, die sich für die Frauen in Afghanistan im letzten Jahr verändert haben? Das hat mir auch sehr. Ich hatte sehr Gefühl, dass viele Frauen in Afghanistan durften viele Unternehmen machen. Die Frauen durften in vielen Stellen arbeiten. Zum Beispiel, ich habe eine Frau in Afghanistan, sie hat in einer Bank gearbeitet. Aber als Taliban Afghanistan angegriffen haben, meine Freundin durfte nicht mehr in ihrer Stelle arbeiten. Bei Mädchen, viele Mädchen in Afghanistan vorher durften in die Schule gehen. Aber seit Taliban in Afghanistan sind, viele Schulen sind geschlossen. Niemand durfte Schule besuchen. In meiner Stadt Mazar-e-Sharif momentan dürfen die Mädchen in die Schule.
aber sie müssen nicht wie vorher. Jetzt müssen sie Burka oder ein langes Kleid tragen. Sie müssen ganz die Haare unter Schall bleiben und auch, oder sie müssen eine Maske aufsetzen. Nur muss die Augen klar sein. Aber in kleinen Städten oder in Dörfern dürfen keine Mädchen in die Schule gehen. Oder die Frauen und Mädchen dürfen nur als Lehrerin arbeiten. Viele wollen nicht als Lehrerin arbeiten. Sie möchten etwas anderes machen. Ich habe viele Freundinnen und Freunde und habe ich Kontakte mit denen. Viele sind unhoffnungslos. Und sie sagen immer, dass keine Zukunft haben wir hier. Wir und unsere Kinder haben keine Zukunft. Wir müssen Afghanistan verlassen. Viele Freunde suchen irgendwo fahren oder suchen auf Visa bekommen. Aber das geht leider gar nicht einfach. Momentan Frauen, viele Frauen sind zu Hause. Sie müssen zu Hause bleiben. Nur die Frauen, die sie Lehrerin sind, sie können zur Arbeit gehen, in der Schule arbeiten. Aber nicht in einem Büro oder in einer Bank oder andere Stelle zu schaffen. Und diese Perspektive und Hoffnungslosigkeit und auch die wenigen Möglichkeiten, das Land zu verlassen, machen wirklich eine sehr schlimme Situation aktuell. Hast du davon gehört, was ich auch gelesen habe, was ich sehr spannend fand, dass sehr viele junge Afghaninnen im Moment schnell verheiraten? Mit ja. Bekannten und Freunden? Ja, wegen Taliban, ja. Als Taliban Afghanistan angegriffen haben, dann viele Familien hatten Eile. Sie mussten die Tochter oder die Mädchen heiraten. Und viele Junge und Mädchen haben geheiratet, obwohl sie jung waren, nicht so alt, aber sie mussten heiraten. In der großen Städte war nicht so, aber in der kleinen Städte oder Dörfer, wenn Taliban dort angekommen sind, sie mussten mit einer jungen Mädchen arbeiten. Deswegen die Eltern hatten Sorge und sie mussten nicht das passieren. Sie wollten nicht das passieren. Sie haben gesagt, dass es wäre meine Tochter mit meinem bekannten Sohn heiraten, nicht mit einem Talib. Genau, und ich glaube, der letzte Satz von dir, da hat das jetzt einfach nochmal auf den Punkt gebracht, denn Mädchen werden zwangsverheiratet mit Taliban, ja, wenn sie nicht verheiratet ja. sind. Wir haben im Verlauf unseres Gesprächs sehr viel darüber gesprochen, wie es euch gegangen ist, was ihr erlebt habt, wie ihr hier nach Deutschland gekommen seid. Was wünscht ihr euch, wenn ihr an eure Zukunft denkt und von der Vergangenheit, über die wir vor allem jetzt gerade gesprochen haben, ein bisschen weggeht? Was wünscht ihr euch so für eure Zukunft, für vielleicht die nächsten 5 Jahre? Ich kann nicht auf diese Frage genau Antwort geben. Ich weiß nicht, was in 5 Jahren mit mir passiert. Vielleicht ist es nicht so weit, darüber nachzudenken, weil wenig Zeit vergangen ist und der Krieg in der Ukraine ist aktivischer Stadium. Und ich wünsche mir ein Zusammenleben mit meiner Familie, einen friedlichen Himmel, Stabilität, innere Ruhe und Gesundheit und meine Heimatland, den schönen Sieg. Und für uns ist es sehr wichtig. Und ich lebe jetzt in den Tag hinein. Ich schwimme einfach mit dem Strom. Aber ich,
aber ich wüsste genau, dass dass Leute aus meinem Heimatland einen Sieg brauchen, um uns friedlicher Himmel. Und wo Bomben fallen, beendet alles. Beendet Kindheit, beendet Leben und viele Dinge. Und deswegen brauchen wir Frieden. Dass alle Menschen in Frieden leben, das wünschen wir drei uns hier. Und ich glaube auch sehr viele von den Zuhörerinnen, wenn nicht gar alle, und Zuhörern gemeinsam. Trotzdem auch an dich, Rayana, die Frage, was wünschst du dir für dich? Vielleicht kannst du uns auch kurz sagen, was du meinst, wo du vielleicht in 5 Jahren stehen könntest, wenn du da eine Idee dazu hast. Am wichtigsten ist Gesundheit. Ich wünsche mir und meiner Familie Gesundheit und auch eine gute, bezahlte Arbeit und auch friedliche Zukunft. Ich wünsche für mein Heimatland Gleichheit und Einheit und auch Frieden. Und ich wünsche, dass meine Eltern in Frieden leben können. Und vielleicht sehe ich in 5 Jahren, vielleicht arbeite ich als Arzthelferin. Mein Kind geht schon in die Schule. Mein Mann spricht gut Deutsch und arbeitet. Ich habe schon meinen Führerschein gemacht und wir fahren zusammen mit meinem Auto in den Urlaub. Das sind ganz triviale Wünsche von zwei absolut bemerkenswerten, mutigen Frauen. Ich wünsche mir für euch und uns, dass sie in Erfüllung gehen. Und ich wünsche mir für die ganze Welt Frieden. Egal ob in Afghanistan oder der Ukraine, egal ob in Syrien oder auch mit ja weniger betrachteten Ländern wie Jemen, Mosambik, Nigeria oder dem Sudan. Im Moment gibt es auf 5 von 7 Kontinenten bewaffnete Konflikte. Krieg und Gewalt, aber auch Hunger und Katastrophen zwingen Millionen von Menschen, ihre Heimat zu verlassen. Noch nie waren so viele Menschen auf der Flucht wie heute. Laut der UNHCR sind aktuell fast 68,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Wenn man das jetzt mit der Einwohnerzahl von Deutschland in Bezug setzt, ist das unfassbar. In Deutschland leben so um die 80 Millionen Menschen. Das gegen 68,5 Millionen Menschen auf der Flucht, das ist was, was die Vorstellungskraft fast zu übersteigen scheint. Wir haben heute gehört und besprochen, dass Frauen und Kinder dabei in Kriegssituationen, bei militärischen Konflikten, auf der Flucht besonderen Gefahren ausgesetzt sein können. Und trotzdem hat sich gerade heute im Verlauf des Gesprächs gezeigt, dass die Wahrnehmung von Gefahr selbstverständlich nicht von Geschlechtsidentitäten abhängt. In solchen Situationen ist das Leben für alle Menschen bedroht. Und es ist uns wichtig, auch am Ende nochmal zu sagen, dass es uns mit diesem Podcast nicht darum ging, Frauen als passive Opfer von Kriegen darzustellen. Es sollte darum gehen, zwei Frauen Raum zu geben, ihre Geschichte zu erzählen. Zwei Frauen, Rayana und Julia, die eben alles andere als passiv waren und sind und die mit Mut und Kraft ihr Leben in die Hand nehmen und die trotz allem Erlebten eine große Hoffnung haben. Deswegen bleibt mir jetzt am Schluss tatsächlich nur, mich ganz herzlich zu bedanken, mich von ganzem Herzen zu bedanken, dass ihr uns an eurer Geschichte habt teilhaben lassen. Und ich danke euch auch für die Zeit und vor allem die Kraft, die ihr auch im Vorfeld schon in dieses Gespräch gesteckt habt. Danke, dass ihr hier wart. Danke, dass ihr da seid. Und vor allem wünsche ich euch von ganzem Herzen alles Gute.